Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge. Tatsächlich, 100. Folge des Alex Let's Plays, wo wir es nach 100 Folgen endlich geschafft haben, in dieser Stadt hier anzukommen. Also wir sind in 100 Folgen von unserem Spawn, von da, einmal hier rüber gelaufen, so hier lang und sind endlich hier angekommen. Nein, Spaß, natürlich nicht. Wir sind nach 100 Folgen endlich in der Stadt angekommen, wo ich glaube, dass ich mich anschließen möchte. Ich weiß noch nicht genau und will jetzt hier einmal mit allen quatschen. Und werde das auch gleich tun. Wir sind ja mit Ray hier angekommen, haben das mit den Flugblättern geklärt, haben als Quest jetzt hier quasi nur eine einzige und zwar die Steckbriefe. Und das wäre eine Gefährtenquest, wenn sie mich denn tatsächlich interessiert. Und eigentlich als Hauptquest haben wir nur, dass wir uns einen der Verbündeten anschließen müssen. Eigentlich von denen hier. Und ja. Wir reden erstmal mit Ray und quatschen jetzt hier mit einem in der Stadt und machen heute das nächste große Quest-Hub auf. Willst du mir immer noch weismachen, du wüsstest nicht, wer dich tot sehen will? Ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Deine Steckbriefe sind mit Big W unterschrieben. Nee, kein Blondunst, wer das sein soll. Aber wenn Wyatt wirklich den Auftrag hatte, die Steckbriefe zu verteilen, dann weiß sie schon, wem er sie gegeben hat. Wyatt und ich waren mal im gleichen Team. Wir gehörten damals zu Jacksons Bande. Wir nannten ihn immer das Hirn. War eine üble Zeit und die Erträge waren mies. Ich bin irgendwann raus aus dem Verein, wie einige andere auch. Wyatt hat aber mit Sicherheit immer noch einen guten Draht zu den Jungs von damals. Das hast du doch alles vorher gewusst. Warum hast du mich dann hierher geschleppt? Tja, jetzt hast du es selbst gesehen, wie ernst die Lage ist. Ich brauchte ein wenig mehr Authentizität, damit du mir die Sache auch abkaufst. Alles noch dran. Schluss jetzt mit dem Unsinn. Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Hör zu, ich habe nicht vergessen, was ich dir schulde. Außerdem werde ich diese Scheiße nur in tatkräftiger Begleitung überleben. Darum werde ich ab jetzt bei dir bleiben, bis meine Schuld getilgt ist. Ich kann dich ja im Kampf unterstützen oder, naja, oder bei dem, was du sonst so tust. Als Gegenleistung dafür hilfst du mir, Jacksons ehemalige Jungs zu finden und meine Steckbriefe wieder einzusammeln. Meine Gegenleistung hast du schon auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Meine Ausrüstung! Keine Sorge. Ich zahle sie dir natürlich doppelt wieder zurück. Also, was sagst du? Eigentlich habe ich da kein... Ich schätze, ein Angebot anzunehmen, für mich zu arbeiten, ist immer noch besser als nichts. Ich frage mal das Letzte noch. Alles noch dran? So gerade noch. Okay, also ich bin noch nicht davon überzeugt, dass ich möchte, dass der sich mir anschließt. Ganz ehrlich. Also, weiß nicht. So, und jetzt arbeiten wir uns hier mal von Eingang durch. Überall hin hatte ich den Teleporter mitgenommen, ich weiß es nicht. Wissen Sie, jetzt weiß ich's. Und quatschen mit allen, die wir hier finden. Viel Spaß im Vor. Ja, danke. Ich habe noch gesehen, dass du dich hier hingesetzt hast, ne? Was? Warum soll ich dir das sagen? Ich habe gerade keine Zeit. Ich weiß nicht, warum soll ich mich um die Sache darum kümmern? Eigentlich möchte ich mich denen hier nur anschließen und stark werden. Das ist jetzt eigentlich mein ganzes Ziel. Eigentlich ist mir Ray momentan noch egal. Also wenn ich Ray sein Problem lösen muss, okay, aber also in meiner Hoffnung muss ich das nicht machen. So, ich habe hier unten die ersten Händler gesehen. Da gucken wir uns die mal an. Fangen wir mit dem hier an. Ein Waffenhändler. Gut, dich zu sehen. Zeig mir deine Ware. Aber natürlich. Ja, so. Ihr seht, auch die haben gute Zweihandwaffen. Alter, ist die teuer. 7400 WTF. Und sie haben Schusswaffen. Okay. Wobei ich jetzt aber von diesen beiden Schusswaffen erstmal nicht überzeugt bin. Rüstung hat er hier keine. Ob ich davon was kaufe, weiß ich noch nicht. Mal gucken. So, hier drüben war noch ein Gemischtwarenhändler, richtig? Genau. Schön, dich zu sehen. Ja, danke. Zeig mir deine Ware. Alles klar. Er hat nur das. Er hat hier ein bisschen was, aber auch... nichts
erstmal wirklich Gutes. Okay. Und er hat haufenweise trocken. Rohes Fleisch. Okay, hier komme ich vielleicht später nochmal hin. Bis jetzt habe ich übrigens noch keine Rüstung entdeckt. Gut, wir waren bei den ersten beiden Händlern. Bis jetzt habe ich noch keine Rüstung entdeckt. So, hier steht ein Panzer rum. Interessanterweise muss ich erstmal orientieren in dieser Stadt. Die Stadt ist definitiv nicht so orientierungsfreudig, wie ich mir das erhofft hatte. Also falls ich jetzt ein bisschen hier manchmal kauderwelsch umherlaufe, liegt das einfach nur daran, dass ich versuche, Anhaltspunkte zu finden. So, wer bist du? Du siehst doch nach jemand Wichtigen aus. Na großartig. Noch einer, der glaubt, bei uns gäbe es was umsonst. Du hast Glück, dass du kein Berserker bist. Die haben mir schon mehr als genug Ärger gemacht. Genau wie die verdammten Kleriker. Ich habe nicht vor, Ärger zu machen. Das will ich auch hoffen. Wir haben mit den anderen Fraktionen schon genug am Hals. Berserker, Kleriker. Pff. Die einen kommen von vorne und die anderen von hinten. Und alle wollen sie uns an die Wäsche. Die einen brauchen Männer und die anderen wollen unser Land. Die Berserker wollen euer Land? Die Berserker und ihre verdammten Terraforming-Pilze oder was das sein soll, wollen hier überall einen Dschungel draus machen. Aber wir mögen es hier. Die können mit uns schließlich nicht machen, was sie wollen. Wer glauben die denn, wer ich bin? Ich bin William. Ich gehöre zur Familie des Dukes. Mir gehört der verdammte Laden hier. Wer nicht tut, was ich sage, landet schneller in der Schlucht, als ihm lieb ist. Denk daran, wenn du hier bist. Wer ist der Duke? Du rennst hier im Vorhof herum und weißt nicht, wer der Duke ist? Der Duke ist mein Cousin Logan. Er ist der Boss hier. Er hat diesen Ort von der Tyrannei Baxters befreit. Wenn du Scheiße baust, weiß der Duke es noch, bevor du es selber weißt. Und du findest dich schneller am Ende seiner Waffe wieder, als dir lieb ist. Hast du nicht, das sagen wir nicht, wir provozieren nicht, ich mache... Wer ist Baxter? Wenn du das nicht weißt, dann sollten wir es dabei belassen. Wichtig ist nur, dass ich hier jetzt das Sagen habe. Ich dachte, der Duke ist hier der Boss. Der Duke ist mein Cousin, also bin ich der Duke. Also, wenn der Duke etwas will, dann... Nein, andersherum. Wenn ich etwas will und dem Duke es sage, ihn frage, dann bekomme ich, was ich will. Also, was ich sagen will, dass der Duke ich bin. Nee, warte, also ich bin quasi nackt. Ach, verdammte Scheiße. Mein Wort ist für dich Gesetz, kapiert? Schon klar. Oh Mann. Bist du sicher, dass du hier alles im Griff hast? Wenn hier jemand Scheiße baut, dann regel ich das schon. Du solltest dich also lieber gut mit mir stellen. Apropos gut stellen. Du könntest direkt mal damit anfangen. Ich habe ein Problem, bei dem ich einen Außenseiter gut gebrauchen könnte. Wofür brauchst du meine Hilfe? Ich brauche jemanden, der unbekannt ist. Jemand, den die Hauptmänner hier im Lager nicht auf dem Radar haben. Einige der Hauptmänner sind unzufrieden. Und ich brauche jemanden, der sich darum kümmert. Okay. Wegen der Hauptmänner. Wer sind sie? Es geht um Big Jim, den momentanen Meister der Arena. Chloe, sie führt das Vergnügungsviertel hier im Vor. Und um Mad Bob. Er nennt sich selbst der Müllbaron. Bei ihm solltest du aufpassen. Er hasst es, Mad Bob genannt zu werden. Sprich ihn also besser nicht auf diesen Namen an. Ach ja, und Blake nicht zu vergessen. Er ist auch einer unserer Hauptmänner, aber er ist loyal. Mit ihm haben wir keine Probleme. Was hat Chloe getan? Chloe zahlt ihre Abgaben schon seit mehreren Monaten nicht mehr. Ich brauche jemanden von außen, der sich darum kümmert. Die Leute haben Angst, dass Chloe sie nicht mehr in ihren Laden lässt, wenn sie hier krumm kommen. Aber du bist keiner von uns. Bei dir sollte das kein Problem sein. Ich will, dass du zu ihr gehst und herausfindest, warum sie nicht mehr zahlt. Wenn du das nicht hinkriegst, dann sorge wenigstens dafür, dass sie ihre ausstehenden Schulden bezahlt. Okay. Was ist mit Blake?
Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Blake ist der einzige Hauptmann des Dukes, der hier keine Probleme macht. Der kümmert sich oben um seine eigenen Angelegenheiten und tut, was man ihm sagt. Das, was ich mir hier von allen wünschen würde. Was ist mit Big Jim? Big Jims Ventil ist völlig kaputt. Er hält sich für den Allergrößten. Nur weil er es schafft, jeden in der Arena zu besiegen. Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass er behauptet, eines Tages auch den Duke zu besiegen. Anscheinend will er sich das vor unter den Nagel reißen. Aber ich sag dir was, er ist gar nicht so stark, wie er tut. Ich könnte wetten, dass die meisten sich freiwillig von ihm besiegen lassen, weil sie Angst vor ihm haben. Ich will, dass du gegen ihn antrittst. Ich will, dass du für den Duke kämpfst und Big Jim in seine Schranken weist, damit er merkt, wo er hingehört. Okay, na, das wird ja interessant. Wo ist das Problem mit Mad Bob? Mad Bob? Ja, der ist ein Fall für sich. Also die Fakten sind die. Er liefert nicht mehr. Er ist Oberaufseher für unsere Schrottlieferungen. Aber es kommt kein Schrott mehr an und ich weiß nicht warum. Dann frag ihn. Du musst verstehen, so einfach ist das nicht. Bob ist ein lieber Kerl, aber er kann... Naja, du wirst ihn kennenlernen. Ich befürchte, dass er nicht mehr liefert, weil niemand mehr für ihn arbeiten will. Wenn du es schaffst, dass Mad Bob wieder liefert, verspreche ich dir eine fette Belohnung. Okay, Was müsste man tun, wenn man bei euch mitmachen will? Nicht so hastig, Grünschnabel. Wen wir hier ins Fort aufnehmen, entscheide immer noch ich. Wenn du hier mitmachen willst, musst du mir erstmal deine Loyalität beweisen. Tu einfach alles, was ich dir sage. Beweise, dass du erfahren genug für den Job bist. Und vielleicht gebe ich dir einen Platz in unseren Reihen. Ach ja, du solltest natürlich auch nicht mit den anderen Gemeinschaften, wie den Klerikern, den Berserkern oder den Separatisten paktieren. Letztere sind besonders gefährliche Gesellen. Du weißt doch hoffentlich, von wem ich rede. Ja, natürlich. Separatisten sind die ausgestoßenen Alps, die in den Ländern der freien Menschen ihre eigenen militärischen Ziele verfolgen. Ja, genau. Jetzt verstehen wir uns. Angenommen, ich schließe mich euch an. Dann wirst du wie jeder als Läufer anfangen, sofern du genügend Erfahrung mitbringst, sodass wir dich auch gebrauchen können. Nur weil jemand die Muskeln spielen lassen kann, wird er nicht gleich zum Vollstrecker ernannt. Das Privileg musst du dir erst erarbeiten. Aber dafür garantiere ich dir, wird es sich auch lohnen, wenn du dir den Arsch für uns aufreißt. Je höher du stehst auf der Karriereleiter, desto besser ist die Ausrüstung, die dir zur Verfügung gestellt wird. Okay, ich sag mal, ich kümmere mich um die Hauptmänner, weil das war bis jetzt noch nichts Schlimmes und wir wollen es ja eh hier anschließen. Ich kümmere mich um deine Hauptmänner. Das wollte ich hören. Wenn du dich um alle Hauptmänner gekümmert hast, würde ich es in Erwägung ziehen, dich bei uns aufzunehmen. Und eine dicke Belohnung für dich gibt es natürlich auch. Der Duke vergisst niemanden, der ihm loyal gegenübersteht. Komm wieder zu mir, wenn du gute Nachrichten hast. Alles klar, dann haben wir doch quasi schon unser erstes primäres Ziel. Wenn die Quest jetzt ja auch noch so unterteilt wird, dass ich sehe, wo die hier sind, dann kriegen wir den Rest auch noch hin. Wartet. Im Namen der Familie Willen verlangt, dass ich anstelle... Also an der Stelle in den Kampf in der Arena besteige, es wäre eine große Ehre, im Namen des Dukes zu kämpfen. Ja, dann haben wir die Wechsel. Sam hat genug Treffer. Sam hat genug davon, Treffer zu beliefern. Achso, nee, das wollen wir nicht machen. Und dann haben wir auch die Mutprobe. Der Outlaw Roger hat den Commander. Nee, das war auch nicht. Also wir beginnen tatsächlich damit, dass wir in der Arena hier fighten müssen. Okay, gut. Bist du freundlich? Tama-Schakal, ja. So, hier sehe ich einen Übergang. Das heißt, hier würde ich danach hingehen. Ich würde jetzt erstmal diese Seite hier drüben erkunden. Und da ich hier logischerweise wieder in einer Stadt bin und die Leute hier nicht töte, glaube ich auch nicht. Käfig? Ihr kennt das ja. Wenn ich alles töte, dann klaue ich auch, beziehungsweise loote und level. Aber da ich ja hier nicht level, looten wir auch nicht. Obwohl wir leveln hier eigentlich. Naja, war euch noch relevant, dass ich mich irgendwann noch drum kümmern möchte, wie ich mein Level-Up verteile, aber ich weiß noch nicht wann und wo das überhaupt sinnvoll geht. Dazu muss ich erstmal die Stadt noch komplett erkunden. Also, ne? Alles zu seiner Zeit, nacheinander. Da ich mich ja nicht sofort um alles kümmern kann. Interessant ist eigentlich nur, dass diese Gegend hier echt, ich möchte fast schon sagen, zerklüftet ist.
Also, ich glaube, ich werde hier ein bisschen länger brauchen, bis ich mich hier zurechtgefunden habe. So, wen haben wir hier? Ich habe jetzt keine Zeit. Wache, Wache und Wache. Keine Zeit. Okay. Hier unten ist nichts. Sondern ich hübsch wohnen tut ja nichts für dich. Auch nicht, ne? Nicht wirklich. Also, nichts gegen den dreckigen Wohnstil, ne? Aber, So, wen haben wir hier? Dein Gesicht kenne ich nicht. Hältst du zu Baxter oder Logan? Wer ist Baxter, wer ist Logan? Eigentlich zu gar keinen. Wer ist Baxter? Du bist wirklich nicht von hier, was? Baxter, der Blutige. Er hat dieses Lager hier gegründet. Man sagt, er habe über ein Dutzend Schakale mit bloßen Händen getötet. Hat ihnen ihre Innereien durch den Hals gezogen und ist dann geflohen. Geflohen? Na, vor dem Duke. Er hat ihn aus dem Fort hier vertrieben, als er die Macht übernommen hat. Er hat ihm auch die Schakale auf den Hals gehetzt, sagt man. Aber was davon stimmt und was nicht, musst du für dich entscheiden. Wer ist Logan? Du weißt nicht, wer Logan ist? So heißt der Duke. Du hast doch nicht geglaubt, dass der Duke wirklich nur der Duke heißt, oder? Okay, eigentlich höre ich dann zu Logan, aber eigentlich noch zu niemandem. Zu niemandem. Verstehe. Du bist ja auch neu hier. Mach dir erst mal selbst ein Bild. Und lass dich von niemandem beeinflussen. Nicht alles, was vergangen ist, war schlecht. Also, was möchtest du? Erzähl mir, Baxter, Oh ja, frag mal einfach alles durch. Erzähl mir mehr über Baxter. Niemand weiß, wo er ist. Er ist überall. Hat überall seine Ohren und überall seine Männer. Wenn du dem Blutigen begegnest, solltest du um dein Leben fürchten. Wenn er dich finden will, dann findet er dich auch. Du wärst gut beraten, nicht mehr über ihn herausfinden zu wollen. Erzähl mir mehr über den Duke. Er ist jetzt der Boss von's Ganze und ein ziemlich harter Hund. Du solltest ihm nicht krumm kommen. Apropos dem Duke krumm kommen. Ich hätte da etwas, wofür ich jemanden wie dich brauchen könnte. Jemanden wie mich? Naja, du weißt schon, jemanden, der dem Duke nichts schuldet. Pass auf, ich erklär's dir. Der Duke hat ein Waffenlager, in dem er unter anderem eine Menge Granaten lagert. Und ich verkaufe Granaten. Mein Problem ist, dass er genug Granaten dort lagert, um die Preise kontrollieren zu können. Wenn er sich entschließt, mehr zu verkaufen als ich, dann fallen die Preise plötzlich. Wie war das mit komm dem Duke nicht krumm? Wie war das mit komm dem Duke nicht krumm? Hey, wenn du die Granatenkisten nicht für mich klauen willst, musst du das nicht machen, okay? Ich zwinge dich zu nichts. Aber nur für den Fall, dass du es doch machen willst, sag mir Bescheid. Alles klar. Handel mit mir. Das ist so trocken. Handel mit mir. Okay, hat erstmal nichts. Ob ich das machen will, weiß ich ehrlich gesagt wirklich jetzt mal noch nicht. Weil, wie schon erwähnt, komm den Duke nicht krumm. Und genau das hätten wir hier gerade gemacht. Ist hier noch irgendwas? Nö. Okay. Gut. Dann gucken wir uns erstmal weiter um. Ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, wen ich mich jetzt hier genau anschließe, ob ich mich jetzt an die Quests halte oder, also die ich jetzt direkt bekommen habe, oder eher was anderes. Wer bist du? Hey. Hey, neu hier, was? Kann man so sagen. Krass, echt krass. Sag mal, kennst du das Geheimnis, wie man ohne viel Arbeit an Splitter kommt? Erzähl es mir. Nee, ich wollte wissen, ob du es kennst. Ich bin mal wieder blank wie ein Stück Scheißhauspapier. Und wie verdienst du dir deine Splitter? Naja, wenn ich nicht gerade zu bin, gehe ich in die Arena. Der Gewinn, den Big Jim mir aushändigt, reicht meist für den nächsten Trip. Okay, Was kannst du mir über Big Jim erzählen? Der markiert hier schon lange sowas wie den Boss. Verträgt locker das Doppelte von dem, was ich mir reinfahre.
aber er zahlt mir immer genug aus, sodass ich bei Doc meinen Stoffvorrat auffrischen kann. Du kämpfst also in der Arena? Klar, Mann. Ich bin vielleicht nicht der beste Kämpfer, aber auch nicht der schlechteste. War mal echt gut. Eigentlich bin ich sogar noch immer. Aber meist bin ich zu dicht, um vernünftig zu kämpfen. Warum suchst du dir keine andere Arbeit? Hey, ich gewinne genug Kämpfe, also mach mal nicht einen auf Arbeitsvermittler. Eigentlich habe ich nur ein Problem. Ich bin süchtig. Süchtig nach Stims. Süchtig nach Alkohol, Scheiße, sogar süchtig nach Sex. Und das weiß auch jeder hier. Ja, und? Hast du schon einmal versucht, zugedröhnt, besoffen oder leergevögelt zu kämpfen? Das kannst du vergessen. Okay. So einen Kampf fordern wir noch nicht heraus. Ich finde den Typen relativ witzig. Wir gehen erstmal in die nächste Folge. Dann schauen wir, wenn wir hier alles noch so finden. Es wird auf jeden Fall anscheinend, so wie es aussieht, kompliziert, aber naja. Das war nichts anderes zu erwarten. Wir gehen in die nächste Folge. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da, abonniert mich, schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie über jeden Scheiß und sagt immer zum Schluss: Tschüss.